Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir immer gleich. So, wir gehen mal wieder in die Kommentare rein. Diesmal gibt es nur einen Kommentar. Der lautet, ist von Max Ortmann. Warum Gesicht mit Waschbär-Greenskin überzogen? Was? Wie? Welcher Greenscreen? Wieso? Gesicht mit überzogen? Hey, das bin ich. So sehe ich aus. Unglaublich. Ich fühle mich gerade ein klein wenig missachtet. Das tut so einem kleinen Waschbärenherzen doch auch weh. Ich keine Maske. So. Jetzt geht's los. Hier haben wir nach wie vor Mamas Radmutsch Geheimnis Schatulle, den Mythic Brine. Dann sind wir im Shop. Oh, ich müsste hier mal. Ich müsste mal wieder Pack Opening machen auf diesem Account, aber eben ohne Gems. Ja, den Mythic Quagmire gibt's jetzt. Falcon Attack. Quagmire mit Mr. Front, Professor Baxter und Hank Hill. Auf jeden Fall eine, ja, ich sag mal so, Quagmire ist jetzt nicht, ja, gut, hier relativ viel Gas, die war auch relativ stark. Ja. Okay. Ja, ich bin mir momentan so ein bisschen unsicher, was den Quagmire anbelangt, aber sieht doch relativ stark aus. Dann würde ich sagen, okay, dann ist die Box doch richtig cool. So, aber den hätte ich natürlich am allerliebsten. Mit dem Highschool Bill, Cuddles, Goggles, Cat und Lois Griffin. Ja gut, Lois Griffin hätte ich jetzt nicht unbedingt gerne, aber die anderen. Also, mega cool. Dr. Zoidberg. Fehlen mir noch 70 Mythic Fragments. Müsste ich mir 5-mal holen können. Momentan könnte ich es mir nur 3-mal holen. Das heißt also, sind echt tatsächlich nur, ne? 70, ja. 5-mal. 1000 Gems bräuchte ich noch. Wie lange geht denn das Ding noch? Ein Tag und 16 Stunden. Muss ich mal irgendwie in den Free Gems gucken. So haben wir die New Brine Box mit Falconer Haley, New Brine, Goggles Cat, Cuddles, Bill Daughtry und Hank Hill. Habe ich ja schon vorgestellt. Ist relativ nice. Dann haben wir hier die Home Egg Box mit Mission, Dr. Mrs. Labonte, Neil Goldman, Student Lucky McGriffin und Eugene Belcher. Oh, ja, ist auch eine. Student Lucky wäre cool. McGriffin, naja. Eugene Belcher ist stark. Mrs. Labonte. Ja, so eine. Ich sag's jetzt mal aktuell. Ich weiß nicht. Also, ich bin von dieser Box jetzt nicht ganz so überzeugt. Aber da kommt bestimmt noch was. So, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft. Und da gibt es. Heute hier, ups, das war jetzt aber von der Reihenfolge her gleich das. Jetzt bis ich die Reihenfolge durcheinander geschafft, erstmal da reinklicke, dann das anmachen und dann der Combo Recipe zeigen. Und ist schon wieder verschoben. Mein Gott, jetzt mal verschoben. So, Turkey Handprint. Der Truthahn Handabdruck mit einem Bill Daughtry und eben Kunstgarten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Buzzsaw mit weiß. Da unten ist die Buzzsaw. Da kommt dann auch nur 19-fach Cripple raus. Ist uninteressant, diese Kombo. Dann haben wir ja die Blueberry Picker. Und das hat relativ, also hat diverse Kombo-Möglichkeiten mit dem Eugene Belcher zum Beispiel. Toad Licking mit Schild für alle 7-fach und Gas müsste doch eigentlich gibt's Blueberry Pick.
Picker tatsächlich nur mit Eugene Belcher? Ich hatte irgendwie gedacht, mit Louise geht's auch. Okay, also dann war es ein Fehler. Dann geht das nur mit Eugene Belcher. Butterscotch Cookies. Ja, Schild für alles natürlich geil, ne? Und das Gas ist auch nicht so schlecht. Aber ich gebe keine 500 Gems für aus. Ja, eigentlich eine relativ interessante Combo. So, dann sind wir hier bei Powderpuff. Und Powderpuff ist eine Combo mit dem Bobby. Jo, dann gucken wir mal den Bobby an. Das mit dem Mäuerchen hier, also da ist jetzt hier mit Sportkarten mit Flag, Football, Freezer Dome. Gibt es nur diese zwei legendären Kombo-Möglichkeiten mit einer Mauer und Schild für alle? Ja, ist nicht wirklich der Reißer, ne? Aber yeah! Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Eine meiner absoluten Lieblingskombos. Die Bettina. Die schlimme Tina ist am Start. Und auch wenn es hier tatsächlich nur zwei. Oh, es gibt inzwischen drei Kombo-Möglichkeiten, auch mit Butterscotch Cookies. Welche ist die stärkste? 15, 13, 16, 13. 21, 14, natürlich mit der Tom Landry Middle School. Und die maxen wir jetzt mal und dann kommt dann sowas bei raus hier. Dann haben wir 23 Angriff, 17-fach Punch, 19-fach Mäuerchen durchbrechen, 11-fach Grace und 61 Leben. Jo! Wenn wir da jetzt 10% drauf rechnen, dann sind wir bei 19-fach Punch, bei 21-fach Mäuerchen Stoß. Und bei 12-fach Grace, bei 25 Angriff und bei 67 Leben nochmal 10% drauf. Also wenn man sie dreimal holt, die Combo Mastery, dann hätten wir 19, 21-fach Punch. Dann hätten wir 21, 23-fach Mauer durchstoßen und 13-fach Grace. Jo, 25, 28-fach Angriff, 67, 74 Leben. Ja, ich habe jetzt leider nur 1000 Steine übrig, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt keine andere Combo in der kommenden Woche, die ich mir lieber kaufen würde als die schlimme Tina. Die schlimme Tina ist wirklich eine meiner absoluten Favorites. Ich habe die Tina ja sowieso mehrfach. Ich habe die Tom Landry Middle School mehrfach. Und der Educated BGE kommt auch. Also insofern, das Ding ist heiß. Hot, 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 hot. Und dann wird sie auch gekauft. Bam. So, zack. Leider geht's nur einmal jetzt hier, aber ich freue mich riesig drauf. So, wenn euch dieses Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rollout mit mir, dem Herrn gleich. Jo, macht's gut, bis dann und tschüss.